Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung an morgen. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind und natürlich, dass Dirk auch hier mit uns die Veranstaltung macht und Zeit gefunden hat für uns. Ich sehe noch, dass sehr viele noch reinkommen und gleich wird ja auch noch der Livestream auf YouTube gestartet. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, ich begrüße Sie im Namen von FXWet. Ich hoffe, dass man meine Kollegen im Hintergrund nicht hört. Hier bin ich heute nicht alleine, aber das sollte eigentlich nicht stören. Nichtsdestotrotz müssen wir uns hier den Risikohinweis anschauen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Die meisten wissen das mittlerweile hier. Ja, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass der Dirk den einen oder anderen Trade macht oder den einen Trade, den er schon bereits hat, gleich zeigen wird. Sehr gut, dann gebe ich jetzt rüber und wünsche natürlich viel Erfolg, viel Spaß, aber ich bin nicht weg. Ich werde natürlich Dirk Gesellschaft leisten. So machen wir das. So, dann hoffe ich mal, dass hier jetzt alles technisch funktioniert. Es gab einen kurzen Holperer schon auf YouTube. Ich sage Hallo und herzlich willkommen heute zum Live-Trading zur Markteröffnung in Frankfurt. Und Risikohinweis hat man ja gerade schon gesehen, auch auf YouTube, nur ohne Ton. Also es war irgendwie, ja, ich habe hierfür vergessen, den Knopf zu drücken. Aber auf jeden Fall, ne, der Nelson hat es auch schon gerade gesagt bei GoToWebinar, alles, was ich sage, ist keine Empfehlung. Auch wenn das manchmal sehr schade ist, aber manchmal ja natürlich auch nicht. Ne? Und genau vor diesem manchmal nicht, darum geht es ja dann halt eben, dass man die ja dann auch vermeidet. So, ich war ja gestern ja dann auch nicht live gestern Abend, beziehungsweise habe nicht den Ausblick gemacht, weil ich gesagt habe, ey, so, ich muss mich da auch mal ein bisschen irgendwie bremsen, weil wenn ich dann irgendwie nachts um 12 Uhr noch live bin, sitze dann halt morgen dann halt schon wieder hier, dann vor der Kamera und beziehungsweise im Livestream. Und dann ist das irgendwann auch too much. Und vielleicht sagt ihr dann auch irgendwann, boah, ich kann den hier gar nicht mehr sehen. Und von daher habe ich euch damit dann auch einen kleinen Gefallen getan und machen wir das dann hier jetzt eben am Stück. So, vielleicht auf YouTube auch noch ganz kurz, ob technisch alles okay ist, weil das sind ja hier zwei Streams, die gleichzeitig laufen. Kurzes Feedback wäre total super. Dann gehe ich nämlich direkt rüber auf den Markt und dann gucken wir uns mal an, was habe ich denn gestern gesagt, was der Markt eben machen soll. Das mache ich ja auch immer, also für die, die jetzt hier bei GoToWebinar dabei sind, das mache ich ja auch immer im Livestream. Ich gucke mir an, was habe ich davor gesagt und was ist dabei rausgekommen, konnte man das handeln oder nicht, darum geht es halt immer. So, ich hoffe, dass das heute klappt mit der Stimme, weil letztes Mal war ja irgendwie ein bisschen schwierig, aber ich bin guter Dinge, dass das halt eben oder ich versuch's, ja, dass das halt heute irgendwie perfekt ist. Beziehungsweise funktioniert. Ich lese hier mal mit einem Auge mit und da muss man aufpassen, nicht so Wörter übernimmt. Da hat nämlich gerade jemand geschrieben, YouTube perfekt und prompt habe ich gesagt, ich versuche, dass das perfekt ist. Ich versuche nicht, dass es perfekt ist, ich versuche es richtig zu machen. Also im DAX, was habe ich gesagt? Da muss man, glaube ich, auf den Daily oder generell im H1 war ich der Meinung, ne? Also beziehungsweise ich war schon sehr zurückhaltend. Ich habe gesagt, das kann schon ein bisschen tricky sein. Und das Einzige, was ich als Rücklaufzone erstmal nur sehe im DAX, wäre halt hier dieser rote Bereich. Das war die 14.840, 850 und dann darf der runter auf die 14.600 und irgendwas. Das war so die generelle Annahme ausgehend davon, dass wir halt eben am Freitag ansetzen. Guckt man sich das an, hat das extrem gut gepasst. Was vor allen Dingen auch passt und was jetzt natürlich dann auch wichtig wird heute, das ist eben hier dieser grüne Bereich da unten, den ich ja auch eingezeichnet habe. Beziehungsweise am Sonntag zum Montag. Und wie gesagt, das ist halt so das Erste, was ich halt überhaupt sehe, was halt irgendwo relevant sein könnte. Und prompt steht da halt wunderschön jetzt auch eine Tageskerze drin. Das heißt, es könnte vorbei sein auf der Südseite. Ne? Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, der Weekly, der muss da runter. Das ist nämlich halt das einzige Plausible, was der Markt überhaupt machen kann. Deswegen wollte ich den auch darunter befördern. So, und ich habe aber auch gestern gesagt, es ist halt trotzdem schwierig, den genau irgendwo einzugrenzen, wo der halt jetzt am Ende aufsetzt, weil was wir hier halt sehen, also hier an möglichen Supports, das ist halt 6 Monate bis ein Jahr alt. Ne? Das heißt, das kommt halt vom Dezember 2022 beziehungsweise Januar 23 und hier im Frühjahr 23. Das heißt,
Das ist dann halt eben dann auch nicht so genau zu greifen. Guckt man sich das jetzt aber an, hat das schon extrem genau bis jetzt gepasst. Ja, von daher habe ich aber auch gesagt, das muss nicht so wahnsinnig genau laufen. Ne? Hat auch dann hier mal in diese Supports einmal reingestochen, den Peak nicht ausgelotet. Das hier ist wie gesagt Daily und versucht sich jetzt halt hier wieder zurückzuziehen. Im Weekly sieht das Ganze wesentlich einfacher aus, finde ich. Gucken wir, ob wir das auch noch irgendwie hier sehen, weil ich finde es jetzt halt schon wichtig, ne? Weil wir halt jetzt eben auch zum Monatsende zugehen, weil der Weekly jetzt möglicherweise eben auch fertig hat und von daher wir uns natürlich in der Großwetterlage orientieren müssen, auch was Daytrading angeht, weil dann darf man sich nicht wundern, wenn der Markt mal plötzlich Bewegung macht, wo man sagt, so, hey, was war das denn? Ja, dann war es halt der Weekly, ne? Oder schlimmstenfalls sogar der Monatschart, weil ohne jetzt auf den Monatschart zu wechseln, wer will, kann sich ja mal noch was angucken. Im Monatschart hat das Ding auf dem SMA20 aufgesetzt. Auch das würde tatsächlich dazu passen, ja. Und dass der Markt jetzt eben versucht, sich halt nochmal umzudrehen und nach oben halt eben das Bild nochmal oder die Reise nochmal nach oben zu starten. So alles, was fundamental ist, ne? So Deutschland, Wirtschaft und weiß ich nicht was alles, das hat hier einfach nichts verloren, finde ich. Also zumindest nicht im Daytrading. Klar, für irgendwie längere Investments darf man das schon mal machen, aber auch da sieht man immer wieder das Bild. Muss ja irgendwie zusammenpassen. Also generell hat das jetzt erstmal, finde ich, soweit gepasst. Wir bleiben auch jetzt erstmal ganz kurz beim DAX. Den Daumen schiebe ich dann nachher hinten an. So, das heißt, oder wir haben ja eigentlich Zeit genug. Komm, ich mache mal eben den in gewohnter Manier den Dow dann halt eben auch noch, was ich da gesagt habe. Und da bitte ich auch drum, ne, wenn ich was Falsches sage, weil ich will mich ja hier nicht hinstellen und sagen, das habe ich gesagt. Nur um Recht zu behalten, darum geht es ja hier nicht. Es geht ja darum, halt eben was Brauchbares für den Handel halt zu liefern und was man eben anpacken kann und dann eben auch in Punkte umwandeln kann, die dann später auf dem Konto dann eben erscheinen. Im DAO war es tatsächlich auch recht ähnlich. Da habe ich halt gesagt, ne, die Rücklaufzone hier oben in dem Bereich, ich habe jetzt nur den roten da verlängert, da war es halt eben, da habe ich gesagt, wir hatten einen Point of Control bei 33.241. Vom Vortag, also vom Freitag, den der Markt halt extrem interessant gefunden hat. Und da wäre es schon plausibel, dorthin mal zurückzulaufen und dann halt von dort runter. Jetzt hat der DAO so ein bisschen kompliziert gemacht, finde ich gestern. Also zwar war der erste, glaube ich, da oben, wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob das schon halt im Montag war oder nicht doch noch. Nee, doch, das war auch im Montag. Aber egal. Also generell ist er zuerst runter mit dem DAX und dann rauf auf die 33.200 und Paar 20 war das, weil da hatte ich halt auch gesagt, der Point of Control ist zwar bei 240, aber ich bin eigentlich eher der Meinung, es geht um die 222. Und das hat er dann auch gemacht, ist dann halt trotz Umweg dahin und dort auch nochmal deutlich mit 300 Punkten gescheitert. Also das fand ich halt auch, obwohl ich mich für zurückgehalten habe, aber und hätte ich auch nicht tatsächlich nicht so genau erwartet, dass er das macht, aber er hat es halt gemacht. Ja, also auch da finde ich, und das hat ebenfalls extrem gut gepasst. Ich habe aber auch gestern gesagt, ne, so, ey Leute, Long, also echt, ne, da habe ich mich so ein bisschen geärgert, aufgeregt oder wie auch immer in der Facebook-Gruppe, wenn ich da halt lese, so Hauptsache mal Long, ja, warum, ne? Also ich meine, wenn wir jetzt heute über Long reden, ist das eine ganz andere Geschichte. Aber gestern, der Süden musste vollgemacht werden. Und das hat er dann auch gemacht. Im DAO hängt er jetzt hier so ein bisschen irgendwie in der Kurve, aber darauf gehe ich dann auf jeden Fall wirklich erst als nächstes ein. Also, kurze Zusammenfassung, DAX hat extrem gut gepasst, hat die 14.600 erreicht, von der schon seit 2 Wochen rede oder wenn nicht sogar schon länger und hat damit halt eben auch das Bild voll gemacht. DAO konnte man ebenfalls handeln, hat dann irgendwo aufgesetzt, der hätte noch tiefer gekonnt, aber handeln konnte man auch den. Und damit bin ich dann eigentlich auch ganz happy immer, wenn ich dann sehe, okay, man konnte damit was anfangen. Ob man dann jetzt irgendwie 20, 50, 100 oder 300 Punkte mitgenommen hat, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es geht ja nur darum, dass man ihn ohne Risiko eben anpacken kann. So, das heißt, was wird das für heute? Also, bleiben wir jetzt dann mal beim DAX. Hier sehen wir ja auf jeden Fall jetzt schon mal, hat nochmal irgendwie über Nacht aufgesetzt da unten in dieser grünen Zone und versucht sich jetzt eben hier über die 14.800 zu hieven und ist auf dem Weg zum Vortageshoch. Das ist jetzt natürlich auch mal so erst der nächste relevante Bereich, höchstwahrscheinlich auch während der Kassaeröffnung. Das heißt, ob der das jetzt dann hier macht oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Aber generell kann der halt schon so eine Bewegung hinkriegen, die dann halt eben als Beispiel, irgendwann funktioniert das auch hier mal mit dem Zeichnen im MetaTrader. So zum Beispiel, dass der halt
hier nochmal raufläuft, dann eben an das Hoch vom Donnerstag. Ja. Das wäre generell eine Bewegung, die ist möglich. Ja. Was aber höchstwahrscheinlich nicht gelingen wird, ist, dass man jetzt um 9 Uhr long geht und dann halt eben bis kurz vor die 15.000 da oben läuft und dann dort aussteigen kann. Glaube ich nicht. Ja. Was ich aber halt schon glaube, ist, dass man halt irgendwo diese Tendenz, die der Markt da macht, also dass er halt versucht, da oben zu kommen, dass man die greifen kann. Das heißt, hier ohne weiteres Short würde ich jetzt erstmal nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, davon abraten, das kann jeder machen, was er will. Aber das wäre jetzt nicht so wirklich mein Ansatz, sondern ich würde schon versuchen, dass wir halt jetzt hier Richtung Vortageshoch da halt erstmal irgendwie kommen. So, und mein Ausblick für heute würde dann bedeuten, so, ne, da fehlt eigentlich der hier. Es geht ja um den Ausblick, was das Ganze dann halt eben werden soll, wie der Markt dann halt eben endet. Aber genau das meine ich, wie der Markt endet, muss ich gar nicht wissen. Ich muss nur wissen, wie der Markt sich wahrscheinlich verhält. Nämlich halt, der wird versuchen, halt eben nach oben halt wegzulaufen. Ob das gelingt, steht auf dem anderen Blatt. Aber genau diese Versuche kann man versuchen, dann eben auch einzugrenzen, beziehungsweise zu gucken, wo packt man das ganze Ding an. Und ich habe gerade schon zum, ach nee, komm, ich habe hier echt irgendwie, jetzt hängt hier mein Internet. Ach, schön. Gut, machen wir ganz schnell hier Bildschirm weg und dann bin ich sofort wieder da. Das ist wirklich. Bin ich noch da? Oder war das Ja, jetzt nur mein natürlich. Du bist noch da. Alles gut. Internet? Da geht es auch mit dem Reusband los, ne? So. Ja, irgendwie nur noch irgendwie Probleme da in letzter Zeit. Ich weiß nicht, was da los ist. Auch irgendwie gestern auch gehabt. Da steht irgendwie der Chart in der Gegend rum. Der Stereo Trader läuft weiter, aber der Chart steht. Also es ist wirklich komische Sachen passieren in letzter Zeit. So, da Bild nochmal her. Also, haben wir hier neu starten schon, funktioniert die Kiste wieder. Hab gerade zum Nelson schon gesagt, die Asia-Session, die hätte man eigentlich am besten irgendwie machen sollen letzte Nacht um 4 Uhr, weil da war der Markt recht gut greifbar. Also was man halt hier sieht, ne, ist diese letzte Abwärtsbewegung, die wir hier halt haben. Ne, hier von der 14.744 runter, die ist halt gekauft worden. Das heißt, ne, also hier, die ist halt hier zurückgekauft worden. Dann hier so einmal reingedroppt nochmal und dann nochmal gekauft worden. Das heißt, das relevanteste Level ist für mich eindeutig die 14.744, wobei die jetzt gar nicht kommen muss, ja, sondern weil der versucht sich ja direkt hier nach oben. Hier ist der Kassaschluss von gestern. Der versucht direkt hier an die Highs ranzulaufen. Jetzt hoffe ich nur, dass der nicht ins, oh, jetzt geht er schon wieder los, dass der nicht in 2 Minuten, das gibt's nicht, ne? Trick mal das. Dass der nicht in 2 Minuten da oben steht, dann kriege ich den nicht mehr zu greifen. Das heißt, ich würde hier versuchen, im kleinsten Rücklauf den jetzt auch sofort long einzufangen und dann mal zu gucken, ob wir da oben drüber rauskommen oder halt eben nicht. Das wäre jetzt so mein Ansatz. Man könnte jetzt auch hingehen, wenn man irgendwie todesmutig ist, und dann halt eben direkt jetzt schon eine Position aufmachen, um kurz vor. Das kann man schon mal machen ab und zu. Ich habe es doch gesagt mit meiner Stimme, das gibt's, das ist unglaublich, ne? Aber okay, so, das heißt, ich würde mich halt hier irgendwo in dem Bereich halt direkt hier auf den letzten Highs versuchen, da halt irgendwo einzukaufen. So, die monetären Beträge lasse ich heute mal weg. Wir machen hier nur Punkte. Positionsgröße ist egal. Ne, aber das heißt, ich wäre auch bereit, den zu skalieren. Wobei man jetzt halt irgendwie dann mal gucken muss, ob der dann halt nicht direkt eben nach oben läuft. Hier ist das Vortageshoch. Ich bin hier im 2-Minuten-Chart. Den hier vergessen, weil ich habe vorhin noch um 8 gedacht, ja, könntest du eigentlich einer aufmachen, der könnte das ja schon irgendwie versuchen. Und habe ich gesagt, nee, komm, mach das Ding zu. Das ist ja auch doof, wenn ich hier mit einem fertigen Trade direkt da halt reinkomme. So, von daher gucken wir jetzt mal, was das Ganze jetzt hier wird. Voreingestellt ist erstmal gut, Stop 50 Punkte. Das ist erstmal nur so, ne, pro forma, der wird natürlich adjustiert, das ist klar. Und wenn dann halt eben der Trade am Ende drin ist. So, jetzt bin ich mal gespannt. Es könnte halt sein, dass er direkt nach oben abhaut, dann wird es schwierig. Ich bin halt nur nicht so ein Freund davon, jetzt hier direkt, da unten ist ja der Stundenchart, den sieht man hier auch noch, da direkt eine Order reinzugeben. 824, ja, das ist der Außenstab, da wird er sich schon irgendwie kurz dran stoßen, schätze ich. Mal gucken, ob das jetzt gelingt. Mal gucken, wir haben noch ein paar Sekunden. Ich würde schon gerne recht früh hier dabei sein. Aber wenn der jetzt nach oben abhaut, dann werde ich auch versuchen, trotzdem
direkt da oben dann auch irgendwie reinzukommen. Aber vielleicht kriegen wir hier einen Rücklauf auf die letzten Highs. So, da ist er. Okay, ich nehme den. Den ist. Okay, es war einer zu viel, aber ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Also bitte nicht nachmachen, ne? Das ist schon irgendwie wichtig. Aber so ein kleiner Drop am Anfang wäre jetzt schon gut. Wir stehen auch auf der 800, die jetzt erstmal vorbörslich gekauft wurden. Doof wäre natürlich, wenn er die jetzt direkt wieder verkauft und sich da unten irgendwo verzettelt. Das kann aber passieren. Damit muss man halt immer rechnen beim Trading, dass halt eben das Ganze nicht aufgeht, so wie man sich das vorstellt. So. Also hier erstmal, Reaktion ist erstmal da. Ich habe nur irgendwie auch hier, ich habe auch kein Volumen mehr. Ne? Das ist irgendwie, also es hängt irgendwie auch damit zusammen, glaube ich, dass halt irgendwie dauernd irgendwie Probleme mit dem Chart da sind. Also man sieht ja hier, ne? Hier fehlt die Volumenglocke. Ich habe keine Ahnung, wieso. Das ist irgendwie so ein Phänomen, dass da halt plötzlich irgendwie da ist. So, ich habe jetzt mal eine rausgenommen, weil mir hier das Risiko ein bisschen zu hoch ist für die ersten Sekunden hier vom Handel. So, wird aber, ne? Vom Prinzip her aber genau das, was ich halt ja, erklärt habe, was ich machen würde, halt im ersten Rücklauf direkt versuchen, den Markt da halt oben nach oben halt irgendwie mitzuziehen. Ne? Ich könnte jetzt auch hier sagen, gut, 4 Punkte plus ist auch super, aber so einfach soll es ja dann auch nicht sein. Beziehungsweise so kurz. Ne? So, also geht nochmal, ne? Der muss jetzt irgendwie gar nichts von dem machen, was ich, oder was heißt gar nichts? Er muss die Tendenz, damit das halt eben hier ein nettes Trading wird oder eine nette Stunde. Ich hoffe ja, dass es keine Stunde dauert, es kann aber sein, ne? Ich versuche halt jetzt nur die Tendenz nach oben irgendwo mitzukriegen. Was ich jetzt erstmal gut finde, ist, dass wir direkt nach unten droppen. Das heißt, das ist ja auch immer so mein Ansatz, wo ich sage, die Reihenfolge ist absolut entscheidend für mich, wie ich den Markt halt weiter beurteile. Weil würde der jetzt sofort rauflaufen, und dann würde Long halt eher schwierig werden. Aber so ist halt schon okay. Und der kann auch von mir aus noch eine Ecke tiefer irgendwie Luft holen. Das macht gar nichts, ja. Im Gegenteil, weil umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann aber eben auch nach oben auflöst. Ne? Außer er stürzt sich jetzt hier natürlich irgendwie aus dem Fenster. Dann natürlich nicht, das ist halt auch klar. Aber so generell erstmal ein Rücklauf oder wie hier halt irgendwie ein schneller, tiefer Dip. Wobei der noch nicht so wahnsinnig tief ist. Wir stehen hier irgendwie auch nur an oder knapp über dem Kassaschluss von gestern. Das ist nicht wahnsinnig tief, das ist aber halt okay, ja. Und einfach, damit der Markt jetzt hier erstmal an gestern erstmal ansetzen kann. Und das Letzte, was halt eben gestern war, ja gut, das Letzte, wenn man jetzt mal ganz genau ist, natürlich war dann halt eine Abwärtstendenz um 17 Uhr, ja, aber generell nach gestern Morgen ja nur noch aufwärts, ne? Und von daher ist die wäre der Ansatz jetzt der, dass wir halt eben an gestern ansetzen und dann halt eben versuchen, das Bild nach oben dann halt auch fortzusetzen. Und nichts anderes versuche ich jetzt hier. Ne? Und der Markt, der augenscheinlich irgendwie auch, dippt mal kurz runter und guckt, ob das jetzt schon reicht. Kann aber natürlich sein, dass es halt nicht reicht. Ist möglich. Oder wenn es jetzt dann halt eben schnell nach oben geht, dann wäre auch hier irgendwo in der Nähe vom Vortageshoch auch relativ schnell erstmal mein Exit. Ne? Oder zumindest würde ich dort halt mal anfangen, den Stop dann halt mal hinterherzuziehen, mal gucken, ob das wirklich dann so stressfrei da oben durchgeht, ja, was ich halt ja auch noch nicht wirklich glaube. Und aber okay, ne? Und das ist nichts anderes als das, was ich gerade auch im Daily beschrieben habe, ne? Er tendiert nach oben und genau das würde ich halt versuchen hier mitzunehmen. So, nicht mehr, nicht weniger, ne? Könnte auch jetzt sagen, gut, ich habe nur geskypt, 13 Punkte plus sind mein, ist auch fein, ja. Aber ich würde hier schon versuchen, jetzt in Richtung Vortageshoch da halt zu kommen. Kritisch wird es jetzt, wie hier gerade gezeigt, im H1, sieht man es ja da unten, bei der 425. Ja, das mit Eskalierung, ich glaube, das muss ich nochmal ändern. Die Idee war ja halt, dass man zwar, wenn man hier diesen Knopf drückt, dass man dann halt danach mehr Freiheit hat für rauf und runter. Aber irgendwie hält das jedes Mal ganz schön auf, bis der Chart dann wieder richtig skaliert ist. Also, ne? Ich habe die hier auch mal in grün jetzt eingezeichnet. Das ist wahrscheinlich dann rein, ja, mental, weil ich nicht will, dass es rot ist und dass es irgendwie zum Mega-Widerstand ist. Mache ich manchmal so. Dann mache ich den, gebe ich die Linie einfach grün und dann sehe das nicht so bedrohlich aus, wenn man long ist. Ich weiß, es klingt total blöd, aber manchmal muss man sich auch selber ein bisschen veräppeln. So, aber 825, ne, das ist nichts anderes als hier. Hoppla.
Da wären wir bei der 825. Hier oben, das wäre dann halt auch so die erste Extension. Also was ich halt immer mache, ist eben das Framing hier in letzter Zeit, vor allen Dingen, weil der Markt das halt eben in letzter Zeit sehr, sehr oft sehr genau damit hat, genau damit nimmt. Framing M2, das heißt, hier oben wird es halt irgendwie kurz ein bisschen stehen bleiben, bremsen und womöglich auch nicht weiterkommen. Das passt dazu. Ne? Und von daher alles fein. Darf er dann auch. So, aber es sind schon 20 Punkte. Also wer es gemacht hat und es nicht lassen konnte, hier gibt es 20 Punkte. Freihaus. So, aber ich gucke jetzt trotzdem mal, ob das reicht, um hier oben durchzukommen. Framing M5, also momentan steht hier wirklich alles auf grün. Ne? Also von irgendwie M2, M5, M15, H1, alles außer der Daily natürlich. Ne? Der wäre hier oben zu enden, der ist halt rot da oben. Und das ist aber auch mit dem Grund, wo ich sage, sollte man vielleicht nicht so einfach irgendwie drüber handeln. So, hier sieht man jetzt auch ganz genau, ne, genau da, wo ich gesagt habe, also nicht nur wegen der 825, sondern auch im Framing stößt er jetzt genau da oben erstmal an. Kommt ein paar Punkte rückwärts und mal gucken, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ne. Aber so einen Schuss könnte er schon noch irgendwie nach oben abliefern und dann kann man ja später immer noch sehen, ob das jetzt reicht, ob er nochmal irgendwie Luft holen muss oder halt eben nicht. Ne. So, was man hier jetzt auch noch sieht, den habe ich ja immer drin. So irgendwie als, damit ich weiß, wo der Markt anfängt, nervig zu werden, eh mal 200, auch hier im M15. Aber es ist jetzt für mich kein Grund, warum der da halt irgendwie scheitern sollte, sondern es ist nur die Stelle, so, da wird es noch ein bisschen nervig, das ist halt klar. Aber nicht unbedingt auch in der ersten Sekunde, das kann auch, oder im ersten Anlauf, das kann auch später noch kommen. So, mal gucken, was habe ich hier eingestellt? Distanz 2 Punkte mit einem Trading Stop, TA6, TA6 heißt ein Durchschnitt auf 6 Ticks, also falls er halt irgendwie Lust hat zu squeezen, einen schnellen Squeeze hinzulegen, dann hängt das Ding ganz gut hinten dran. Glaube ich aber auch noch nicht mal. Man könnte auch genauso gut einen TP da oben hinsetzen. Was man jetzt auch sagen muss, da muss ich mich schon wieder räuspern, was man jetzt auch sagen muss, ich habe ja hier eigentlich so einen Knopf. Mal gucken, ob der was kann. So, das heißt, hört man mich noch? Ja, man hört mich noch. Ja, jetzt hört man mich aber nicht mehr. Immer noch. Immer noch? Nee. Ja, doch. Nee. Also hier GoToWebinar, ja. Wie geht das denn? Ich habe Ja, gar kein sonst. Mikrosignal. Außer ich habe Superkräfte gerade entwickelt. Ja, aber echt, das Mikro ist doch aus, das ist spooky. Das macht mir ein bisschen Sorge. Aber gut, jetzt ist es wieder an. Also, man müsste natürlich auch sagen, so richtigerweise, das hier ist ein Widerstand. Ne? Da handelt man nicht einfach drüber. Das ist halt schon klar, ja. Also, von daher wäre natürlich halt auch hier völlig legitim, was ich ja gerade gesagt habe mit den 20 Punkten. Das ist ja nicht so dahingesagt, ja, sondern das ist ja auch so gemeint. Das heißt, man handelt ja eigentlich nicht über einen Widerstand mal eben drüber. Und mache ich ja auch nicht, ja. Deswegen habe ich auch eine Position aber hier auch schon mal rausgenommen. Ich wäre aber halt bereit, mir das eine Zeit lang eben anzugucken und dann zu versuchen, da oben drüber zu kommen, ja. Und weil immer wieder den Versuch, weil so einfach aufgeben will er das wohl auch nicht, der Markt. Und was halt eben auch halt legitim wäre, wäre da oben halt mal ein bisschen deutlicher reinzustechen und dann halt eben doch wieder zurückzukommen. Wäre auch völlig legitim. Aktuell haben wir aber erstmal halt eine Aufwärtstendenz. Ne? Jetzt kann natürlich jetzt sein, dass die gleich auch wieder vorbei ist. Ne? Bis jetzt ist es richtig, was ich mache. Wenn ich jetzt aber zu lange warte und irgendwie dann sage, oh, kein Problem, ne? Der macht das doch so, ne? Weil ich das so will, dann bin ich ein Idiot und kein Trader mehr. Ne? Und von daher muss man sich das schon genau angucken. Ich finde halt nur, dass das jetzt hier, wenn er jetzt direkt hier komplett scheitert, ja, das wäre ein bisschen ungewöhnlich schwach. Also wenn er dann halt vor allen Dingen so von da unten ankommt. Deswegen halte ich da jetzt erst auch mal die Füße mal still. Ne? Und ich kann ja immer noch ausskalieren und ich kann immer noch auf den Knopf drücken. Ich kann immer noch irgendwie nachkaufen und mir die Tendenz im zweiten Anlauf angucken. Das ist dann halt eher so ein bisschen mein Ansatz. Das heißt, ich gucke mir die Kriterien an, ich gucke mir die genau an und solange das noch irgendwie alles passt, ändere ich da auch erstmal nichts an dem, wo ich mit dem Markt hin will. Aber ich muss natürlich genau gucken. Ne? Und nochmal, deswegen war auch gerade, was ich gesagt habe, hier gibt es 20 Punkte frei Haus. Das war kein blöder Spruch. Ne? Das ist schon so gemeint, weil der kann ja genauso gut nochmal hier ganz runterkommen und jetzt erstmal kräftig ins Minus laufen. Das kann immer noch passieren. Was man nur halt eben aber auch oft sieht, ist, dass halt eben die ersten 15 Minuten, wenn die mal eine Richtung angefangen haben,
dass die auch bis zum Ende durchdrücken. Und das versucht er hier auch gerade. Ne? Das heißt, wir stehen jetzt wieder hier am Intraday-Hoch. Der versucht das schon nach oben jetzt auch fortzusetzen. Auch hier das Framing, auch wenn das natürlich jetzt noch relativ schwach ist, weil wir da von 8 Uhr ja auch schon darauf kommen. Das ist ja nur die Vorbörse und nicht jetzt hier der Kassamarkt. Von daher, ja, ist das halt auch jetzt auch noch nicht überzubewerten. Ne? Aber man sieht, er hat immer wieder eine Tendenz nach oben, kommt aber auch hier gleichzeitig immer wieder ein bisschen zurück. Ne? Also das ist hier einfach, da hilft mir auch die grüne Farbe von der Linie nicht. Das ist halt einfach ein Widerstand. So, da kann ich auch nichts dran ändern mit der Farbe von der Linie, wenn ich die so einzeichne, wie ich das gerne hätte. Ne? Sieht man ja leider. Das heißt, es ist auch genauso legitim, umgekehrt zu handeln und zu sagen, ne, das ist alles Quatsch, was der Hilger da sagt, der Markt geht runter. Das kann natürlich sein. Ne? So, aber so wahnsinnig, bis jetzt wahnsinnig falsch finde ich das jetzt alles nicht. Ne? Und das kann halt noch dauern, der könnte auch hier in die Future-Eröffnung zurückkommen. Das wäre dann der Bereich hier unten. Ist das richtig? Ich muss mir hier mal irgendwie ein paar andere Farben zulegen. Da wäre die Future-Eröffnung, da könnte der genauso gut hin zurücklaufen. Uns dann eine Stunde lang quälen und dann halt eben um 11 Uhr auflösen. Ne? Auch möglich. Kann genauso gut sein. Ne? Aber ich würde jetzt erstmal jetzt hier, also ich für meine Begriffe würde jetzt erstmal hier die 15 Minuten abwarten und mal gucken, wie die enden. Und vorher jetzt hier auch nicht irgendwie großartig Entscheidungen treffen. Ne? Also ich bin halt hier auch. Ich habe zwar keine Positionsgrößen drin, also beziehungsweise man sieht sie jetzt hier nicht im Trade, aber das ist auf das Konto bezogen ein Drittel, was da jetzt halt drin ist. Ne? Also das heißt, ich habe da jetzt natürlich dann auch die Geduld oder halt auch die notwendige Margin und auch das notwendige Risiko im Rahmen, wenn ich jetzt halt hier unten noch nachlege. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding. Das hatten wir irgendwie im letzten Webinar, da hat ja auch sich jemand dran aufgehalten, dass ich halt irgendwie meinen Stop verschiebe und habe das aber erklärt. Aber das ist natürlich halt, das muss man nicht nur verstehen wollen, sondern das muss man auch wirklich verinnerlichen, wie man sowas halt dann eben auch handelt, ne, und handeln kann. Und aber das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Ne? Jemand anders würde jetzt vielleicht sagen, boah, so hier, 10 Punkte plus, nimm doch mit. Was hält sich denn daran jetzt dran auf? Ne? Klar, hat alles seine Berechtigung. Es muss halt immer zum eigenen Stil passen. Würde es mir jetzt hier darum gehen, und das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, hier nur eine Show abzuliefern, hätte ich hier 20 Punkte mitnehmen können, dann hätten wir das Webinar um 9:03 Uhr zugemacht und hätten gesagt, so, 20 Punkte, alles super, danke, bis zum nächsten Mal. Ne? Ich weiß aber auch, dass die meisten ja so nicht arbeiten und jetzt nicht unbedingt so schnell unterwegs sind. Und von daher gebe ich dem Ganzen halt dann auch mal eine Chance, dann eben halt noch was anderes zu werden. Ne? So, weil er läuft nämlich jetzt hier gerade wieder ins Minus, wie man sieht. Das heißt, das Ganze hier, wenn der jetzt nicht in 2 Minuten wirklich da oben wegknallt, dann sieht das so aus, als würden wir uns da bis 10 Uhr gequält, also rumquälen. Ne? Das sieht jetzt schon gerade so ein bisschen danach aus. So, gerade mal gucken, was haben wir um 9:30 Uhr kommt, Einkaufsmanager-Index. Okay, das kann man sich ja gleich mal mit dem Bild nochmal angucken. Was macht denn der DAO unterdessen? Ich gucke mal hier nochmal die beiden parallel an. Also hier einmal DAX H1 und dann halt den DAO dazu. Der DAO, ja, auch nicht wahnsinnig viel, stößt sich aber hier den Kopf irgendwie bei der 0,50 auch noch nicht ganz. 0,55, der hätte auch noch ein bisschen Luft nach oben, dürfte auch nochmal tatsächlich. Aber hier sieht man halt schon, ne, das ist halt dieses Hoch von gestern. Was da halt irgendwo im Kassamarkt dann halt eben hier, also eigentlich war das jetzt das Kassa-Hoch von gestern, was er halt hier jetzt erstmal gerade angelaufen ist, was er jetzt irgendwie noch nicht so irgendwie hinkriegt zu kaufen. Was ich aber halt legitim fände, eben das wäre, dass wir halt hier runterlaufen, ne? Auch einmal mal hier noch ganz normal, was heißt ganz normal, also ganz simpler Ansatz, SMA20, der irgendwie steigend daherkommt, plus die Future-Eröffnung und dass der Markt das halt eben braucht, um nach oben rauszukommen. Das kann natürlich sein. Ne? Von daher ist das jetzt auch nicht wirklich tragisch, was der Markt jetzt hier treibt. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Und jetzt auch nicht irgendwie großartig besorgniserregend. Ne? Aber wie gesagt, man muss halt immer irgendwie sich selber klar machen, was will ich? Will ich irgendwie 10 Punkte irgendwie mitnehmen? 20 Punkte?
muss ich um 9:30 irgendwie zum Friseur und habe sowieso nur 10 Minuten Zeit. Auch daran sollte man sich dann orientieren mit seinem Trading-Stil. Oder hat man halt im Zweifelsfall auch Zeit bis irgendwie, keine Ahnung, 12 Uhr, das Ding halt weiter zu begleiten. Ne? Und ich mach's mal so und mal so. Also auch hier bei den Live-Tradings. Weil ich sage halt manchmal so, ey, heute nur irgendwie Scalping, es geht jetzt nur darum, dieser Stunde irgendwie 20 Punkte mitzunehmen. Das hätte ich schon längst machen können. Ich könnte immer noch 5 mitnehmen. Oder baue ich eine Position auf, die dann halt eben auch ein bisschen mehr bringen kann über den Tag halt gesehen. Und heute mache ich tatsächlich eher Zweites. Ne? Aber das muss man, wie gesagt, wissen. Ne? Was bis 22 Uhr? Versuche mal hier gerade die Kommentare mitzulesen. Ja, okay. Also Nelson, wenn du was siehst, ne, quatsch mir gerne rein und Ja, alles gut. Also du hast ja hier auch eine Bonbon-Empfehlung bekommen gegen deinen Husten. weiß nicht, was müssen wir jetzt machen. Aber erstmal wollte ich natürlich auch mal offiziell YouTube einen wunderschönen guten Morgen wünschen. War ja jetzt auch nicht die Zeit, gab es Wichtigeres. Und ganz wichtig, wer den Kanal von Dirk noch nicht abonniert hat, sollte das auf jeden Fall machen. Stereo Trading, Dirk Hilger. Da hat er jetzt ja auch ganz kurz, ja, vor kurzem erst umbenannt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wenn er heute 100 Likes für sein Live-Trading kriegt, dann gibt es einen Special-Live-Livestream. Also irgend so was in die Richtung hatte ich gehört heute. Ist das so? Da gibt es Freibier in Köln. Wir haben ja kein Bier, wir haben ja nur Kölsch. Na gut, Freikölsch. Also 100 Likes ist doch machbar jetzt. So, nee, stimmt, haben wir am Anfang gar nicht gemacht. Ne? Der Nelson hatte gar. Oh, warte. Der Nelson hatte gar keine Chance, da irgendwas großartig zu sagen. Jetzt warst du auch leider leise. Jetzt habe ich schon wieder irgendwie den Knopf vergessen. Auch Mann, Alles Nelson. gut. Ja, mit der Technik hier irgendwie müssen wir das mal irgendwie. Ich weiß nicht, aber gut. Das Ding ist aber halt auch das. Ne? Ich meine, ich mache das ja hier alleine. Ich habe ja hier nicht irgendwie ein Team sitzen, was Knöpfe drückt. Ich muss das irgendwie alles da halt immer gleichzeitig machen und dann auch noch alleine und dann vergisst man leider schon mal einen Knopf. Das ist echt nicht ohne. Ne? Und das ist halt eben ja auch live, ne? Und nicht so ein geschnittener Mist, ja, wo man sich ja nachher hinsetzt und dann irgendwie sein Trading erklärt und guck mal, was ich da Tolles gemacht habe. Aber Das die ist 100 ja. Likes sind durchgegangen, sehe ich hier gerade. Also. Und bei dem Stichwort Freibier ist Timo wach geworden. Ja, genau, Timo direkt so, was? Oh, Bier? So. Ja, der war gut. So, es gibt nochmal 20, wenn man möchte. Ich möchte immer noch nicht. Ich möchte immer noch sehen, dass das Ding da oben durchgeht und wäre gern dabei. Oh, wir hätten heute auch Bitcoin handeln können. Ne? Schon krass. Also, es wurde ja irgendwie vor 2 Wochen gefragt, wie ich investiert bin. Ich weiß nicht, ob das hier war. Und da habe ich ja auch noch gesagt, ne, ja, wenn dann Bitcoin gerade. Das habe ich irgendwie ein paar Mal erwähnt, vor 2 Wochen. Und siehe da, steht das Ding letzte Nacht bei 36.000. Krass, ne? Das sind irgendwie mal 7 Punkte, seit wir drüber geredet, 7.000 Punkte, seit wir darüber geredet haben. Das ist schon gut, aber ja gut, Bitcoin scalpen ist so ein bisschen schwierig, ne? Das ist nochmal eine Nummer für sich. So, also es gibt jetzt hier 25 Punkte. Ich frage doch mal, wer ist denn wie positioniert? Machen wir das wie immer. Wer hatte denn heute welche Idee heute Morgen um 9? Long oder Short? Schreibt doch mal in die Kommentare. Long oder Short? Und ich rede nicht von Bitcoin, ich rede nur von DAX. Ich glaube, einige waren long eingestellt. Und da gab es schon ein paar Kommentare vorhin. Long, 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 long. Sehr gut. Was sagt denn das Sentiment? Guck mal hier, alle irgendwie, kommt nur Long. Krass. Was sagt denn das Sentiment von der Euwax eigentlich? Kann das mal jemand kurz checken? Würde mich mal interessieren. 38 schreiben die Teilnehmer. Plus, okay, da müssen wir aufpassen. Also Sentiment Long und Markt Long, manchmal schwierig. Das ist oft schwierig. So, also jetzt versucht er hier nochmal das Framing dann nach oben wegzudrücken, das Rot aus Rot macht Grün. Da hat ja auch, wurde auch gerade gefragt, ab wann würde ich denn halt irgendwie die Reise umkehren? Also klar, der
Entscheidendste im Daytrading ist natürlich der H1, ne? Ohne Frage. Da mag jetzt einer sagen, ja, H4. Ich bin der Meinung, H4 existiert überhaupt nicht, weil man ja gar nicht weiß, zu welcher Uhrzeit man den anfangen soll. Und das ja auch überall anders dargestellt wird. Das ist so ein bisschen das Problem mit dem H4, ne? Auch wenn ich grundsätzlich sage, klar, je größer, desto besser. Aber ist H4 noch Daytrading? Ich weiß es nicht, ne? H1, da kann ich ja mal irgendwie drei, vier Kerzen am Tag handeln ohne Probleme, aber vom H4 eben nicht mehr. Ne? Und das ist halt so das Ding. Deswegen wäre der H1 für mich halt der Entscheider, wobei der halt auch eine Fehlerquote hat, die aber nicht besonders hoch ist. Und die ist schon relativ gering. M15 als erstes, ne? Der M5 eigentlich nicht. Ne? Also im Framing, außer der macht einen Squeeze, ja, dann kann man sich den M5 nehmen, aber halt ansonsten eigentlich eher nicht, ne? Und sieht man ja auch gerade, der dreht irgendwie gerne mal auch lustig, irgendwie von irgendwie grün nach rot, nach grün, das ist nicht wirklich hilfreich, ne? So, jetzt könnte man hier überlegen, das Ding auch mal auszubauen, die Position. Da könnte man jetzt auch mal drüber nachdenken. Ja, wobei, es ist immer noch ein bisschen tricky, es ist ganz schön choppy da oben. Also ein bisschen Schmerzen habe ich da schon noch damit auf dem Level. Aber ich will ja auch eigentlich nur, komm, einen machen wir mal. Ich will ja auch eigentlich nur mal da oben hinlaufen und dann halt so gucken, was das Ganze werden soll. Und ob wir da oben durchkommen. Mehr muss er jetzt gar nicht machen. Das heißt, eigentlich jetzt hier nur weiter mal dranbleiben, die Tendenz verfolgen. Was das Framing angeht, also zum Entscheiden M5 nicht, für die Grenzen ja. Ne? Das heißt, der nächste Spike Peak, was auch immer, wird bei der 14.850 liegen. Und damit wären wir dann auch genau beim Tageshoch. Das heißt, dort auf jeden Fall muss was raus, ja. Wenn nicht sogar irgendwie alles. Und das heißt, das passt hier momentan recht gut zusammen, finde ich. Geht ja schon wieder los in meiner Stimme. Das kann alles nicht wahr sein. Weiter oben zwischen 14.936. Boah, das sind wir doch noch längst nicht. Ich weiß auch nicht, ob der heute da hinkommt. Ne? Das sind ja genau die Fragen, wo ich immer sage, ey, das sollte man doch irgendwie vermeiden, auch die sich irgendwie selber beantworten zu wollen. Das geht in die Hose. Zu 50%, mindestens 50% gehen solche Herangehensweisen in die Hose. Ne? Ich weiß nicht, ob der da auch hinkommt. Ich kann es dir sagen, wenn er da ist. Das Einzige, was ich weiß, ist, was der Markt irgendwie gerade versucht. Ja, das glaube ich eben zu erkennen und das versuche ich zu handeln. Aber was der am Ende macht, das weiß keiner. Also ne, außer eine Glaskugel, die wir irgendwie alle nicht haben. Und ich hoffe nur, dass ich hier die richtigen Entscheidungen treffe auf dem Weg, wo ich das Ganze im Blick habe und hoffe, dass ich halt richtig gucke. So, und mehr weiß ich nicht. Ne? Und deswegen würde ich so eine Frage niemals auch irgendwie seriös beantworten. Außer der ist jetzt halt irgendwie, wir haben einen ganz klaren Trigger, ja, also irgendwie, wo ich halt gesagt habe, im Weekly, ne, der muss auf 14.600 oder sowas. Da waren aber auch ganz klare Trigger. Aber worüber jetzt wir hier reden, ist ein Reversal. Das heißt, allein schon der Ansatz zu sagen, wir machen jetzt ein Reversal, ja. Also das ist schon, also das heißt, wir kehren mal eben den ganzen Trend um, den er halt hier irgendwie sich, keine Ahnung, wann, seit wie viele Wochen zusammenbaut. Das ist gar nicht gut, ne? Also nicht falsch verstehen, aber das sollte man wirklich nicht machen. Ne? Ich meine, möglich ist alles, aber aktuell versucht er das. Ne? Mehr weiß ich nicht. Sehe nur, er versucht es. Und genau diesen Versuch gehe ich hier mit. Aber nicht mehr, nicht weniger. Ich werde auch hier oben, auch wenn jetzt hier erstmal nur eine liegt, ne, ich werde da aber halt schon wahrscheinlich mehr rausnehmen. Also hier oben liegt jetzt nur irgendwie der Exit von der zweiten Position, die ich hier dazu gegeben habe, weil ich versuche, die so ein bisschen auch auszureizen. Ne? Aber auch das ist hier schon, ne, guckt man sich das hier unten mal an, das ist schon nicht so ohne, was ich hier mache. Ne? Also. Aber der Versuch, dass er hier ein Reversal macht, ja, ne? Wenn jetzt aber irgendwas kommt, was haben wir? Einkaufsmanager-Index 1930, der geht auch ganz schnell mal so diesen da und dann diesen da. Ne? Und deswegen muss man echt schon ein bisschen auf der Hut sein und nicht zu weit denken. Der kann das natürlich auch oben durchschleudern. Das kann auch sein. Ne?
Aber I don't know, ne? So, und hier sieht man auch 111 Kontrakte. Das heißt, da oben kommt an der Tischtennisplatte der andere Player gerade, ne? Mit einem großen Schläger und sagt, Kollege, nee, ne? Ich spiele den Ball gleich zurück. Und ich hoffe nur, dass der Ball zumindest bis da oben hinkommt und dann kann er da zurückspielen, was er will, ne? Aber hat man gerade schon gesehen. Und man weiß eben nicht, ob das nur eine Order ist oder ob jetzt hier nicht dann auch direkt, ob der nicht direkt dann eben auch eine Iceberg schon irgendwie da gestartet hat und die Order da hinten reinschiebt. Ne? Das weiß ich nicht. Ne? Das kann ich nicht wissen. Aber ich würde schon nochmal gerne die Order da oben sehen. Aber der M5 spielt hier, ne? Der geht schon ganz schön hier, der gibt. Der gibt nach und sollte das jetzt mal langsam lassen, ne? Sonst löse ich das Ding mich auf, bevor wir da oben sind. Das gefällt mir nämlich dann auch irgendwann nicht mehr, ne? Aber der klemmt hier echt lange rum. So, zumindest mal ziehe ich den jetzt mal Break-Even, weil ich habe keine Lust hier überfahren zu werden, nachdem ich jetzt hier die ganze Zeit mich da nach oben hangele. Ich hoffe es nicht, dass wir jetzt hier Break-Even rausfliegen. Das wäre echt bisschen mies. Ich hätte schon noch gerne irgendwie den letzten Impuls nach oben und dann kann er machen, was er will. Aber das ist hier schon ein ganz schönes Gezackere, ne? Das Damit ist hast du auch hier. die Frage beantwortet, wann du deinen Stop nachziehst. Ja, klar, ne? Ich meine, ich kann ja nicht mehr machen als genau hingucken. Vielleicht war das hier gerade schon blöd. Ich habe diese 111 Kontrakte da oben ja gerade noch kommentiert. Und vielleicht hätte ich da schon direkt die Order nachziehen müssen. Weil oft ist es ja auch so, dass der Markt dann halt eben auch nur so ein paar Punkte davor läuft und dann halt, ne, weil halt eben, das könnte sein, ne, man weiß es nicht. Es kann ja auch sein, dass hier einfach der andere Player, wie gesagt, wenn das hier Ping-Pong ist und der steht auf der anderen Seite, es könnte auch sein, dass der eben halt, wenn man das mal als Metapher benutzen will, ja, sich über die Platte lehnt, zum Netz vorkommt, ja, und nicht erst wartet, bis der Ball hinten an der Kante ist. Und das hier oben könnte halt eben die Kante dann auch sein. Ne? Und das ist schon möglich. Ne? Und das heißt, um jetzt eben auf den Handel übertragen, wenn jemand eine Iceberg macht, sieht es eben oft so aus, dass die halt eben dann auch durch eine zusätzliche Order dann halt eben gestützt wird, ne? Die halt hinterher geschoben wird. Und das kann hier schon sein. Ne? Das heißt, wir müssen nicht bis darauf laufen. Zumal hier oben hätten wir dann auch schon fast, also aus der Sicht vom Kassamarkt, ja, ist alles ab hier. Ne? Also alles ab der 2,5 oder ja, 8,25, 830 ist quasi schon ein Trendbruch. Ne? Und oft ist es ja so, dass der halt eben nur kurz angefaked wird und dann wird es halt doch nichts. Ne? So, und von daher. Muss es nicht zwangsläufig hier Schluss, das kommt ja aus dem Future, sondern es kann auch vorher schon Schluss sein. Ne? So, ich ziehe den jetzt hier ran, mir gefällt das nicht mehr. Ne? Der muss das jetzt machen, oder ich bin da nicht mehr dabei. Oder ich bin da echt nicht mehr dabei. So, jetzt haben wir auch noch die News in 2 Minuten hier Einkaufs. Gut, ob das dann halt wirklich was zu sagen hat, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Der Stop hier kann jetzt, also ich finde den jetzt erstmal im ganz kleinen Timeframe hier richtig. Die zweite Position kann man getrennt absichern. Das mache ich hier gerade. Man muss da nicht immer, das sage ich ja halt auch immer, dieser Modus vom MetaTrader mit den ganzen Einzelpositionen, den finde ich so furchtbar, weil so kann ich ja halt viel sauberer ja dann auch, ne, das Ding ausskalieren, was ich ja hier gerade auch mache, ne, also dieser Sell-Stop. Macht ja nichts anderes als diese Kauforder bzw. die Kaufposition, die nachgekaufte, separat mit rausnehmen. Ne? So, und ich ziehe die jetzt einfach jetzt hier erstmal manuell hinterher. Das heißt, ich brauche hier nicht irgendwie 1000 Einzelpositionen mit einem eigenen Stop-Loss und Take-Profit. So, die ist jetzt raus. Ne? Sieht man, die ist jetzt hier auch weg. Der bleibt jetzt mal schön hier sitzen. Und im schlimmsten Fall sind es dann halt eben nur 20 Punkte trotz allem. Ne? Ich kann auch jetzt hingehen, kann dann nochmal einen rausnehmen. Mache ich doch einfach mal.
so dass ich jetzt noch irgendwie mit der nur noch die auch die Anfangsposition auch nur noch in Teilen drin habe, ne? Dann könnte ich nämlich jetzt hier wieder hingehen und dieses Spielchen mit dem Stop machen, weil mein Risiko ist ja gerade halt geschrumpft, ne? So, hier muss man jetzt eher aufpassen, Gap nach oben, wenn das zugemacht wird, dann kommt er wahrscheinlich runter. So, okay, raus, 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 raus. So, also okay. Ne, ist nicht bis ganz oben hin, das kann er zwar jetzt noch machen, aber da hätte ich eigentlich schon sogar eher reagieren müssen, weil oft ist es so, ein Gap zu und dann fällt es eben doch tiefer. Aber okay, ist dann erstmal okay. Ne? So, also 30, knapp 30 Punkte, 29 Punkte. Ne? Ja, ist okay. Ist okay. Also ein bisschen mehr Bums hätte ich mir nach oben gewünscht. Aber wenn man sich das jetzt mal so anguckt, ne, die Kasse, wie weit ist die gerade gelaufen? Von 813 bis 840? Das ist ja wieder nix. Da sind ja noch nicht mal 30 Punkte. Habe ich richtig gerechnet? Ja, ne? Und die haben wir hier alle komplett im Sack. Also von daher ist es natürlich extrem gutes Ergebnis bei einem extrem leimen Markt. Ja. So, mehr, ja. Ja, weil es fällt einem gar nicht so auf, ne, wenn man irgendwie halt einen kleinen Timeframe unterwegs ist und dann halt dann die ganze Zeit redet. Es mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass der Markt nur noch nicht mal 30 Punkte gelaufen ist. Aber okay, so wie ich das aber sehe, so ziemlich alles richtig gemacht. Und das ist ja halt auch in Ordnung. Ja, Ne? sieht Gut. sehr gut aus. Dafür gibt es auf jeden Genau. Fall noch ein paar Likes, habe ich gehört. Der Nelson kümmert sich hier um meine Likes. Das finde ich aber echt nice. Sweet, Nelson. Sehr schön. Na klar. Ich habe eine So. Frage bekommen, vielleicht ganz kurz, bezüglich der Orderbuchtiefe hier bei uns bei Fixed Red. Tatsächlich mehr als 10 ist aktuell nicht möglich. Auch aufgrund einfach der Marktdaten, die wir hier anbieten. Nochmal. Hier wurde gefragt, ob es bei dem Orderbuch mehr als nur 10 Preislevels rauf oder runter So. gibt. Ja. Und die Marktdaten, die wir anbieten, die bieten halt nur die 10 an. Ja, okay. Ich habe gerade schon irgendwie, ich habe kurz mit einem Auge nicht zugehört und war ich gerade woanders und habe gedacht, es gibt keine Marktdaten mehr, hätte ich verstanden. Deswegen habe ich dich gebeten, das nochmal zu wiederholen. Das ist kein Problem. So ist unsere Beziehung halt. So, also wir könnten noch einen zweiten Versuch starten. Was der Markt nämlich jetzt machen könnte, das war das, was ich als zweites beschrieben habe, hier unten die Future-Öffnung, die halt eben abholen, kann er machen, ne? Also das heißt, da wäre ich jetzt auch nochmal dabei, da nochmal eine Runde Long mitzugehen, falls er das jetzt machen sollte. Ne? Aber generell, ne, hier, ich hoffe, man hat das jetzt ja dann auch verstanden, ne? Warum hier oben Schluss war und nicht da, ne? Oder warum ich hier so auf der Hut war. Und auch wenn ich tausendmal lieber gehabt hätte, dass wir direkt bis darauf laufen, ne? Aber das ist, aber manchmal muss man halt eben so ein bisschen um die Ecke denken. Dirk, du bist viel zu leise, ist das so? Ich habe vorhin das Mikro ausgemacht. Stimmt, danke für den Hinweis. Okay, so jetzt soll es wieder passen. Wieso nicht den Dow bei 33.000 Long? Weil 33.000 nur eine Zahl ist. Ganz einfach. Ne? Fragt hier Charles. Es ist nur eine Zahl. Und das ist eher so von den runden Dingern lieber wegbleiben. Ne? Das ist irgendwie, das ist viel zu Psycho. So, hier VWAP, der könnte jetzt auch nochmal reagieren. Das kann auch sein. Passt auch zum SMA20 im M5. Aber ich lasse den hier mal. Mir ist das zu. Also, wenn man das jetzt hier mal irgendwie normal skaliert, ne, dann sieht man, da ist ja nichts. Das ist viel zu schwach, was der hier irgendwie macht. Das ist auch irgendwie, sieht auch nicht schön aus, das Bild. Und auch viel zu wenig Korrektur. Und die hat ja offenbar auch nicht gereicht bisher, um eben nach oben rauszudrücken. Von daher würde ich da jetzt auch an solchen Punkten erstmal nicht reingehen. Genau, was macht denn der Dow? Gucken wir uns immer nochmal an. Ja, klar. Also natürlich kann 33.000 Long auch mal funktionieren. Es ist aber nur so, wo ich sage, ey, das ist so komplett egal, ne? Ob das jetzt eine 33 ist und das ist ja nur irgendwie für,
keine Ahnung, die Nachrichten, dass man irgendwie dann schreiben kann, ja, DAU und 33.000, das ist aber egal, das ist wurscht, ja. Auch wenn der jetzt hier bremst von mir aus, was soll er machen? Bin ich dabei, ne? Ich habe im DAU auch noch eine Long hier auf, ne? Also von daher, aber das ist jetzt auch erstmal nur eine von vielen und den lasse ich einfach in Ruhe, ja, und kaufe den lieber nochmal nach. Ich habe die jetzt nur nicht gezeigt, weil ich die ja nicht live eröffnet habe. Die habe ich vorhin aufgemacht, irgendwie um, keine Ahnung, 8 Uhr oder irgendwann, ne? Weil das eben so die Tendenz ist von gestern Abend noch und der für meine Begriffe eben auch nochmal rauf kann. Ja, aber entscheidender war für mich jetzt hier zum Beispiel, es müsste 0,55 sein, ah, noch nicht ganz, da fehlen noch ein paar. Das ist so der Punkt, wo ich sage, na gut, da gucke ich es mir mal an, was der Markt dann halt eben macht. Aber jetzt nicht nur 33.000, echt nicht, ne? Okay, also, der versucht jetzt hier, ne, das ist jetzt auch nochmal diese rote Zone von gestern, hier sieht man es jetzt ein bisschen besser im Live-Chart. Und da kam übrigens vorher die Frage, wo kommt das Priax-Add-on, also was hier dieses Framing hier dann auch einzeichnet. Das gehört zum Live-Chart dazu. Und Live-Chart, es gehört eigentlich nur zur freiwilligen Mitgliedschaft dazu, weil ich habe ja irgendwann mal vor ein paar Jahren angefangen, zu sagen, so hey, ich setze mich hier jeden Tag hin und beschreibe den Markt und wie man rein rauskommt und wem das was nutzt, der darf auch gerne ein paar Euro dafür irgendwie abdrücken. Und dann gab es so eine freiwillige Mitgliedschaft. Und das haben dann ja auch einige gemacht. Dafür auch nochmal ein Dankeschön, weil ich weiß, dass davon auch einige mittlerweile seit Jahren dabei sind. Ich weiß das mega zu schätzen. Und bin aber dann irgendwann hingegangen und habe das erweitert und habe dann eben das Live-Chart dazu gebaut, sodass man die Levels, die ich halt hier habe, in seinem eigenen Chart sieht. Und zum Live-Chart habe ich dann eben auch irgendwann das Priax-Add-on dazugegeben. Ne? Das heißt, das ist eigentlich so ein gesamtes Package. Ne? Und ja, wenn man sich das installiert hat, das Live-Chart-Add-on, dann findet man das eben auch in dem Ordner live. Ne? Also dann hier in diesem Ordner zieht es dann einfach hier das Priax auf den Chart und dann hat man das halt eben drin. Ne? Okay, also ich wäre jetzt hier ein Freund davon, dass der halt eben das da unten versucht auf der 760. Da würde ich dann auch nochmal mitgehen. 774. Ja, komm, lieber ein bisschen tiefer ausreizen. Und kann man dann ja auch mal irgendwie nur hier unten noch irgendwo sich den Peak da irgendwo anschauen und dann halt vielleicht auch nochmal skalieren. Aber das wäre jetzt halt schon so ein Punkt. Mal gucken, wo wir da am H1 liegen. Im Framing ja würde dann auch drunter liegen. Die Extension würde runtergehen bis auf 750, ne? Bei einem Stop von, was haben wir da jetzt? 50 Punkten sind wir auf jeden Fall halt irgendwie dann auch sauber dabei. Aber es ist doch insgesamt, ja, wie gesagt, heute keine Zahlen. Ne? Aber gut, man hat es ja auch gesehen. Wer unbedingt rechnen will, der kann es ja dann auch tun. Wie viel das jetzt dann halt in absoluten Beträgen war. Aber ne, das heißt ja dann auch, und das haben wir auch gesehen beim letzten, wo war das? NFPs, ne? Waren das die NFPs? Weiß ich gar nicht. Der Short verpasst und dann den Long genommen und dann halt aber auch schnell mal halt irgendwie einen mittleren vierstelligen Betrag dann mal kurz geopfert. Und das kommt dann ja dann auch nicht so gut an. Das erschreckt dann ja auch manche. Das ist zwar natürlich, wenn das Konto halt stimmt, von der Größe her ist das eigentlich egal, ja. Und also egal ist es nie, ne? Aber es ist nicht nichts, was einen irgendwie beunruhigen muss, weil die auch genauso schnell wieder drin sind. An dieser Short, das war schade. Ja, es tut immer noch weh. Du hast angefangen. 300 Punkte. Übrigens, hier kam die Frage auf, wann die Futures eröffnen in der Nacht. Ich habe den Link mal eingestellt, wer sich dafür interessiert. Steht da wirklich Ja. sehr ausführlich und interessant dargestellt auf der Website. Ja, cool. Okay, so, also hier passiert jetzt erstmal gerade nichts mehr. 29 Punkte sind im Sack mindestens. Ne? Also nochmal, der Grund für da oben, warum ich auf der Hut war, nochmal ganz kurz abschließend. Hier oben kam eine ziemlich dicke Order rein mit 111 Kontrakten. Glaube ich, es waren 111. Hinzu kommt, dass wenn man das rein auf den Kassa bezieht, ich wollte eigentlich einen anderen zeigen.
den M15. Wenn man das auf den reinen Kassamarkt bezieht, ja, und dann ist es eben so, hier ist gestern, dann ist es eben so, dass das halt eben auch das Hoch vom Kassa gestern gewesen ist, ne? Also dieses hier. So, und da wir halt jetzt ja nun mal Kassaeröffnung haben, so, dieses High, ne, das hat er versucht hier zu kaufen. Und da oben lag halt eben dann ein Gegenspieler mit 111 Kontrakten, eben mit der Möglichkeit, dass es eine Iceberg sein könnte und eben nicht nur Fake. Und der Markt hat direkt, als die da oben aufgetaucht, auch sofort reagiert. Und deswegen habe ich halt hier gesagt, lieber mal nicht, ne? Sondern eben erstmal gucken, ob das da oben funktioniert, weil das kann natürlich jetzt auch erstmal ein kleiner Fake sein. Und von daher ist das nicht unbedingt so einfach, da oben jetzt rauszugehen. Was wir jetzt hier kriegen, ist für meine Begriffe auch schon fast zu tief. In einer Bewegung M15 darunter, Future-Öffnung wollte ich ja long. Das kann man mal machen. Mit einer kleinen Position würde ich da mal noch reingehen. Also, ne, klein, ja, bitte nicht falsch verstehen wieder. Aber halt hier mal, nur um mal die Tendenz da auszuloten und falls es dann irgendwie macht, nicht ganz leer da rauszugehen. Und würde den aber hier unten skalieren. Aber trotzdem halt, na, hier, dabei, ich mache den jetzt eigentlich nur, weil das mein erster Ansatz vorhin war, den ich halt vorhin schon gesehen habe, wo ich gedacht habe, da kann der eigentlich mal hin. Was mir aber nicht gefällt, das ist eben tatsächlich hier der M15, ne? Der kommt schon richtig tief da unten runter. Ne? Aber okay, wenn der sich jetzt hier fängt, ist es in Ordnung. Schon wieder Kratzen im Hals, das ist unglaublich. Gut, den hätte man im Nachhinein ja doch irgendwie auch mit einer normalen Positionsgröße dann auch machen können. Aber der Punkt, dass der da jetzt reagiert, ist jetzt erstmal völlig plausibel. Ne? Deswegen war ich da jetzt auch schon, also das heißt kurz entschlossen, ich habe es ja vorhin schon geschrieben. Ne? So, die Knoppers sind heute short. Ja, warte mal ab. Warte mal, die Stunde ist noch nicht um. Ne? Der wird auch das Framing hier im H1 auch verteidigen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier runterkommen, auf die 755 da unten, ne? Der wird da schon versuchen, nochmal da irgendwie halt darauf zu kaufen. Ne? Da bin ich mir eigentlich recht sicher, ja. Das heißt, wenn der Markt jetzt hier runterkommen sollte, das meinte ich, auf 755, wird er versuchen, zum Ende der Stunde, wobei man jetzt ein bisschen die Zeit im Auge behalten muss, zum Ende der Stunde nochmal hier oben über der 400, ja, was ist das, 477 dann halt zu schließen. Ne? Und zumal wir halt hier mit dem steigenden SMA20, das gekauft wurde hier unten, was ich vorhin am Anfang beschrieben habe, das würde er auch nicht so einfach wieder verschenken. Ne? Das heißt, da kriegen wir schon Gegenbewegung. Da bin ich mir schon recht sicher. Wie weit die dann reicht, das steht auf dem anderen Blatt. Aber jetzt ist dann eigentlich ein guter Moment, um mal nochmal auf den Kommentar von hin aufzugeben, ne? Aufzugehen, einzugehen über der 950, 15.050. Ne? Jetzt sieht man, glaube ich, ganz gut, was ich gemeint habe, weil momentan haben wir nicht mehr als den Versuch, das Ding oben aufzubrechen. No more, no less. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Ne? Wir können auch heute irgendwie die Jahresendrallye starten. Weiß ich nicht. Ne? Dazu müsste er im Übrigen, um den Monatschart noch auf Seasonal zu drehen. Das heißt also, dass wir noch eine grüne Monatskerze haben. Ich weiß nicht, ob sich das meiner angeguckt habe, hat. Dazu müsste der eigentlich nur 600 Punkte rauf, ne? Bis Freitag. Das ist zu machen. Also, ne, dann werden auch wieder die zufrieden, die sagen, ja, siehst du hier, ne, Oktober ist ja immer irgendwie long. Ne? Aber Und das habe ich ja auch schon vor. Halloween-Effekt. Bitte? Und Halloween-Effekt kommt ja auch noch. Ja, also das ist schon möglich. Ne? Und die Frage ist halt immer nur, ne, aber es ist ein schönes Beispiel, ne? So. Dann, wo man sich dann hinstellen kann, sagen kann, ey, ja, das ist immer so, siehst du hier, seasonal, ey, aber bitte, wie handelt man das denn? Ne? Ich meine, wer da am 1. Oktober long gegangen ist und am letzten Tag dann halt raus, der hat erstmal einen Drawdown von irgendwie, keine Ahnung, über 1000 Punkten aushalten müssen, ne? Und geht dann nachher mit null raus. Also, das hat ja mit Handeln nichts zu tun. Das Ne? knüpft tatsächlich an eine Frage hier, Dirk, und zwar, ob du auch Positionen über Wochen hältst. Ja, schon mal, ja. Tatsächlich. Also ich habe jetzt aktuell aber wirklich nur den Bitcoin. Ne? Also was jetzt irgendwie über Wochen geht. Aber ich war am DAU ja auch über 3 Wochen short, zum Beispiel.
Und seit dem FED-Zinssatzentscheid, sowas mache ich dann halt schon mal. Ne? Aber momentan sehe ich es halt nicht irgendwo die Notwendigkeit oder die Chance, dass da halt irgendwas wirklich richtig groß und gut aufgeht. Also aktuell irgendwie nicht so wirklich. Ne? Deswegen auch hier, ne? Ich meine, wenn der hier den Short-Trend bricht und dann halt jetzt eben nochmal Richtung 15.000 läuft, das wird sich erstmal noch zeigen müssen, ja. Dann kann man halt irgendwie nochmal drüber nachdenken, okay, da halt auch nochmal irgendwie bis Jahresende oder wie lange auch immer das Bild ist dann halt eben zeigt, dann auch mal irgendwie nochmal long zu gehen. Ne? Zumal der Dow, der hätte schon eigentlich die besseren Chancen oder halt dann zumindest den Markt dann auch zu stützen. Apropos, das machen wir jetzt eh mal noch, den Ausblick für den Dow. Ne? Den habe ich ja vorher noch nicht gemacht, den hänge ich mal hier noch hinten dran. Und da halt mal gucken, wie der heute den Markt halt hier abschließen könnte, beziehungsweise wie der heute reagieren könnte. Also generell so richtig long sehe ich den noch nicht, ne? Auch wenn ich da jetzt halt noch eine Position da oben irgendwo drin habe. Aber da ist, der ist, der sieht so, die Kerze hier ist echt nicht schön, ne? Also nicht für long. Der kann zwar irgendwie mal da oben hinlaufen, an die Eröffnung von gestern bei der 33.160 in etwa müsste das sein. Das kann der zwar mal versuchen, ja, aber ob das dann was bringt, steht auf dem anderen Blatt. Für meine Begriffe, ne, weil der steckt hier einfach in dieser Abwärtsbewegung halt drin vom Freitag und die kann der mal fertig machen. Und da wäre zumindest halt hier die letzten Lows wären mal dran gewesen bei der 32.801. Aber eigentlich, wenn er das Ding ausreißt, dann halt eben runter bis 32.681. Das kann der heute von mir aus auch gerne mal abliefern. Und da ist mir jetzt auch der Long, den ich ja gerade drin habe, mal erstmal völlig egal. Die kann der mal abliefern und dann kann der versuchen, hier wieder oben rauszuziehen. Weil im Dow ist es halt eben so, dass, wollte ich doch nicht, oder was anderes. Im Dow ist es halt eben so, dass der Markt eben nicht ohne Probleme hier short ist, nicht wie beim DAX. Ne? Wenn man sich das Bild hier mal ein bisschen zurechtzucht, dann sieht man, wir haben hier schon noch so ein paar andere Tiefs, ne, die deutlich tiefer liegen. Und wir haben hier aufsteigende Tiefs. Ne, gerade relativ, das sieht man hier ganz deutlich. Und das hat eben auch vom Frühjahr, das ist halt hier letztes Jahr ist noch tiefer, Frühjahr und dann halt hier Frühsommer besteht, beziehungsweise im Frühling, Mai und dann jetzt eben dieses hier. Das heißt, der ist eigentlich ziemlich klar im Long eigentlich unterwegs, ne, also übergeordnet. Was heißt, nicht, vielleicht nicht im sauberen Trend, ja, nach markttechnischer Betrachtung, darum geht es aber nicht. Aber der hat schon eine ganz andere Tendenz eben nach oben. Ne? Und der hat nicht so wahnsinnig viel Grund, vom Bild her natürlich, ne, zu fallen, wie das halt eben der DAX hat. Von daher ne, kann der das eigentlich easy machen. Was natürlich halt, was heißt easy? Stimmt auch nicht. Also, was hier natürlich beim Daily auffällt, ist halt eben hier oben dieser Rücklauf in diesen Support. Und der drückt es nach unten. Das heißt, klar kann der auch komplett nach unten wegkippen. Aber was heißt komplett? Komplett wäre aber dann hier eben 31.980, also 32.000 im Endeffekt. Ne? Kann er immer noch machen. Da spricht jetzt nicht so viel dagegen. So, aber die Frage ist ja, wie packt man den halt heute an? Also, das hier ist irgendwie, was mir natürlich auffällt, ist jetzt halt hier, ne? Klar, er läuft bei mir gegen so eine gestrichene Linie ist bei mir bei 33.030. Die hat jetzt für mich natürlich schon erstmal Relevanz. Wenn die nicht gekauft wird, ist erstmal grundsätzlich schlecht. Aber dass der aus der Haltung hier rauskommt und dann über das Hoch von gestern sieht, das halte ich für sehr fragwürdig. Und H1 auch mal betrachtet, gucken wir uns das Ding mal da an. Da hätte der jetzt mal eben, deswegen bin ich ja da auch in dem Long noch drin. Da hätte der jetzt ruhig mal irgendwie so ein paar Punkte noch nach oben laufen können, weil eigentlich wollte ich hier nicht mehr, als dass wir diesen Frame halt mal auf der Oberseite mal antesten. Ne? Also hier in diese Abwärtsbewegung da halt rein. Hat aber im Endeffekt jetzt nichts anderes gemacht, als dieses Tief, diesen Support hier von unten sich angeguckt. Passt. Ne? So, das heißt, klassische Wirkungsumkehr würde dann halt eben bedeuten, wir fallen jetzt wahrscheinlich dann hier unten runter raus und kippen dann hier tatsächlich wahrscheinlich auf die 32.801. Heißt aber dann auch, der DAX fällt auch. Ne? Auch wenn die nicht unbedingt immer das Gleiche machen müssen, aber in der Regel ja dann halt irgendwo schon. Ne? Also wenn er das jetzt hier irgendwie nicht schafft, auf die letzten Meter noch umzudrehen und dann sich zumindest hier mal irgendwo zu stabilisieren,
dann wird er wahrscheinlich nach unten rausfallen. Aber generell, wir stecken in der Abwärtsbewegung, ja. Und die wird in der Regel nicht einfach so zurückgekauft. Und deswegen wäre halt hier ganz klar die Grenze einmal da, wo ich sie jetzt gerade eingezeichnet habe. Das kann auch bis heute Nachmittag irgendwie halten da oben. Oder ansonsten dann halt eben hier spätestens da in dem Bereich, wo halt diese Abwärtsbewegung begonnen hat, dass wir halt zum Beispiel dann jetzt eben halt hier dran laufen. Ne? Ich meine, einen Fall haben wir schon. Oder dann halt eben ab da und dann nochmal die Lows uns da halt irgendwie angucken und dann halt gucken, was wird bei der 32.801 oder halt dann eben noch tiefer. Das sind eigentlich so die einzigen vernünftigen Szenarien, wie ich es halt hier erkennen kann. Und dazu hat auch gestern, finde ich, hier oben das, ich bin hier im falschen Setup, sehe ich gerade, aber ich gehe jetzt mal rüber, damit es halt eben auch richtig ist, damit man es auch im Live-Chart dann gleich sieht, wenn ich das aktualisiere. Also, hier wie gerade gezeigt, ne, weil halt einfach Wirkungsumkehr. Und das nächste, wo ist er, wäre halt eben hier oben ganz schmal der Außenstab und eben mit den zwei Möglichkeiten. Entweder wir kommen von hier direkt runter oder wir kommen von da mit dem zweiten Anlauf dann nochmal hier zumindest auf die Unterseite von dieser Abwärtsbewegung. So, das sind so die Szenarien, die ich halt für den DAU halt sehen würde, beziehungsweise wie ich sie plausibel finde. Und ansonsten entweder, wenn das hier nicht hält, 32.081 nicht hält, heißt immer, in der Stunde drunter oder drüber geschlossen, dann gehen wir halt eben noch eine Etage tiefer. So, das wäre so meine Herangehensweise für den DAU. Gut, was macht denn mein DAX Trade, den ich hier kurz ja mal vergessen habe? Wie man sieht, vergessen ist manchmal gar nicht so schlecht. Ja, und dann es gibt auch nicht selten dann noch mal ein paar Punkte. Der versucht jetzt auch hier raufzuziehen. So, das hat auf jeden Fall die Einschätzung war, glaube ich, ja dann doch ganz gut. Ne? Hier unten SMA20 und Future-Eröffnung passt. Hat nur leider die zweite hier nicht abgeholt, wie ich sehe, aber okay. Ne? So, und Stop jetzt deswegen, weil er einfach keine Zeit mehr hat. Ne? Das heißt, wenn der Markt jetzt halt hier nach oben wegdrehen will, dann muss er das jetzt in den letzten 8 Minuten machen. Ansonsten wird das Ganze halt nichts mehr. Ne? Naja. Ist das schon plausibel? Das können wir jetzt irgendwie mal noch kurz abwarten. Lass ich mal den M15 genau angucken. Nee, muss man nicht abwarten. Ich mache den zu. Also. Hier nochmal 17 Punkte. Gefällt mir nicht. Warum gefällt er mir nicht? Weil hier diese Abwärtsbewegung, ne, hat diese Aufwärtsbewegung gebrochen und da stehen wir relativ genau gerade dran. Der kann jetzt auch noch 2 Punkte rauflaufen. Aber sorry, das war jetzt sehr kurz entschlossen. Ich weiß, ne, das wäre halt so dieser Bruch hier und da hat der Markt gerne mal seine Probleme damit. Von daher habe ich das jetzt erstmal zugemacht. Das passt für mich so. Es waren zwar jetzt keine 20 Punkte mehr, sondern nur noch 17, aber das ist okay. Und damit hätten wir dann halt hier 29 plus 17, wobei die 17 darf ich eigentlich nur zur Hälfte werden, weil das ja auch von der Positionsgröße weniger war. Aber okay, das heißt irgendwas am Ende mit 35 bis 45 Punkte. Habe ich richtig gerechnet? Ja, 35 bis 46 Punkte. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, ne? Ja, nicht 37, ne, 46. Egal, ja, also auf jeden Fall, ne, je nachdem, wie man es gehandelt hat. Also bei mir sind es halt jetzt hier eben tatsächlich nur, so ist genau aus, sind es 37,5 Punkte. Das wäre es bei mir tatsächlich genau. Bezogen auf die erste Position. So, wie man sieht, ne, gute Entscheidung getroffen, da rauszugehen. Gut, also, was ich gebe dir meinen Lottoschein zum Ausfüllen? Ich glaube, das bringt nichts. Ich habe selten Glück, wenn es um sowas geht. Das ist leider wirklich so. Jeder Punkt ist verdient. Das sage ich nicht nur so dahin, glaubst du mir. Ich habe schon so viel Pech gehabt beim Handel, das kann sich keiner vorstellen. Also, ne, man denkt so, ey, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Wieso ausgerechnet dies ist, ne? Aber Glück, ganz selten.
Echt ganz selten. Also mir ist ja wirklich noch irgendwie kaum was geschenkt worden. Aber ist ja okay. Deswegen mache ich ja auch hier die Webinare und erzähle ja dann keinen Blödsinn. Und hoffe, man kann damit was anfangen. Das auf jeden Fall. Aber ich bin erstaunt, dass die Teilnehmer hier keinen Special Livestream von dir haben wollen. Also die fehlen noch 5 Likes, Die ne? wollen nicht. Die wollen nicht. Das sind, die mögen mich alle nicht. Verstehe ich nicht. Also Ich kaufe 5 Likes immer noch. mal Honigdrops. Ich habe das ja nur morgens, dass hier mit, dass meine Stimme irgendwie, das ist die, dieses morgens ist die einfach nicht warm gelaufen. Das ist alles. So, aber klar. Sehr, okay, gut. Alles klar. Okay. Also viel mehr weiß ich jetzt auch hier nicht mehr. Also war, glaube ich, dann doch sehr profitabel die ganze Geschichte hier. Und auch viele richtige Entscheidungen, viele gute Entscheidungen getroffen. Ich hoffe, wir haben alle Geld verdient und nicht nur ich. Ne? Oh, wir, wie viel? Oh, wir haben 114 Likes, Nelson. Danke, danke. Gerne. Zieh den ich nicht Jetzt anhabe. musst du noch die Uhrzeit sagen. So, was genau muss ich, was schulde ich jetzt? Ein extra Livestream für alle Teilnehmer. Ein extra Livestream für alle Wann Teilnehmer. darfst du bestimmen natürlich, aber das gibt's heute, diese Woche auf jeden Fall noch. Diese Woche. Mit dir? Machst du das mit mir? Da muss ich mich auf YouTube ja erkenntlich zeigen. Genau, so rum wird nämlich ein Schuh draus. Ja, dann machen wir das doch. Dann machen wir das auch. Und wir können es ja auch so machen. Wir müssen das ja terminlich dann so ein bisschen abstimmen. Also wir machen das, ja. Als Dankeschön für die Likes. 130. Wow, es werden immer mehr. 131. Und das heißt, die Nein, haben ja so sag ein. noch nichts. Ruf mich an und lass das privat regeln, was du hier mit mir vorhast. Nee. Ach, der Nelson kommt einfach zu mir hier. Das ist doch gut. Wir könnten, oder ich frage mal andersrum, ich frage nochmal die Teilnehmer hier. Was findet ihr denn eigentlich so generell gut an Uhrzeit? Also eher irgendwie nachmittags, abends, morgens? Also, weil abends wäre ja vielleicht auch mal ein Thema, ne? Aber wobei 20 Uhr sind nicht meine Freunde. Also, das ist schon. Genau, DAX oder DAU und abends oder morgens. Schreibt doch mal hier in die Eröffnung rein. Durchgängig, genau. Matthias schreibt durchgängig. Von morgens 8 bis abends um 22, 18 Uhr. Okay, auch interessant. Aber da passiert meistens nicht so wahnsinnig viel, ne? Aber ich glaube Ja. tatsächlich, so eine kleine Mehrheit hat US-Eröffnung, wenn ich das hier Ja. richtig sehe. Ja. Ah, dann machen wir das doch. Ja. 15:30, ja. Was? 14:30? Ja, Nachrichten. Ja, das könnte man auch. Aber was haben wir denn die Woche noch an Nachrichten? Ist natürlich doof, ist das nicht, ne? Ich meine, Nachrichten, das kann eine ganz schnelle Nummer werden dann auch, ne? Ja, müssten uns mal den Wirtschaftskalender mal anschauen. Mhm. Aber wer deinen Kanal abonniert, der kriegt dann auch eine Benachrichtigung, wann der dann live ist. Kriegt es ja eh mit, ne? Klar. Der kriegt es ja eh mit. Und in deiner Gruppe natürlich. Ja. EZB-Zinsentscheid. Donnerstag. Okay. Ja, vielleicht dann, sagen wir heute Dienstag, vielleicht machen wir einfach den Donnerstag. Wann ist denn EZB? 14 Uhr wahrscheinlich oder so, ne? 14:30 ist dann die Pressekonferenz und Ja. vorher Ja. ist dann, genau. Genau. Oder 14:15 Uhr, ich weiß, 14:15 Uhr oder 14:30 Uhr. Könnte man das, EZB-Zinsentscheid ist leider tatsächlich meistens langweilig, ne? Passiert irgendwie nie was. Oder gut, dann machen wir das einfach so, wir machen Donnerstag den DAU. Ich hoffe, ich sage es nicht falsch. Am Donnerstag habe ich irgendwas vor. Ne, ich glaube nicht. Donnerstag den DAU. Aber da kann ich tatsächlich nicht. Aber das soll dich ja nicht daran hindern, da hier Doch, du entsprechend musst für die aber. Der, Teilnehmer. also, wenn ich jetzt hier frage, ob der Nelson dabei sein soll, sagen die alle sofort, Nee, wir machen da das hast du ohne. tatsächlich den Tag erwischt, wo ich definitiv nicht kann. Ja gut, dann machen wir es halt nächste Woche. Ja.
Also ich will das mit dir zusammen machen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht diese Woche auch nochmal irgendwie da halt nochmal extra rangehe. Ich mache sowieso dann mit dem Andreas Bernsch. Ne, der ist gar nicht da die Woche, glaube ich, so wirklich. Nee. Den Nelson muss schon dabei sein, ne? Der fährt Ohne schon ein Nelson geht Termin. gar nicht. Siehst du, hier kommt schon. Nee. Pass auf, wir machen das anders. Ich bespreche mich mit dem Nelson. Ihr abonniert gerne den Kanal hier. Der DAX gibt. Ihr abonniert gerne den Kanal oder tragt euch eben bei FX Flat ein für Newsletter oder was auch immer. Und dann wir suchen uns da was aus und dann kriegt ihr eine Info, wann wir es machen. Aber versprochen, wir machen das. Ne, Nelson? So ist es. Gut. Und zwar innerhalb der nächsten, also versuchen das auf jeden Fall diese Woche. Und ansonsten spätestens, falls es zeitlich vom Nelson nicht anders geht. Und dann machen wir das nächste Woche. Sehr Großes schön. Indianer irgendwo. Nö, Nelson. So sieht's aus. Oh Okay. je, was habe ich mir da eingebrockt? Ja, sehr gut. Okay. So, dann machen wir an der Stelle dann auch mal so langsam mal dicht. Ich glaube, ist ja auch irgendwie alles gesagt. Also Märkte sind besprochen. DAX zweimal gehandelt. Aufgegangen und alles Weitere, da müssen wir jetzt auch gar nicht mehr dazu fügen. Hier Baron Münchhausen haben wir auch bei YouTube. Okay, interessant. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall. Dem Nelson gebe ich aber gleich gerne das letzte Wort. Ansonsten haben wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Liked gerne das Video. Ich glaube, muss man gar nicht mehr sagen. Es sind schon nicht irgendwie 150 Likes jetzt hier fast. Abonniert den Kanal. Klar, ne, holt euch den Stereo Trader, den es natürlich bei FX Flat gibt, in Verbindung mit einem anständigen sauberen, vernünftigen Konto mit einem guten Broker, der euch auch nicht über den Tisch zieht und auch immer hilfreich zur Seite steht. Und ansonsten sage ich, wir sehen uns wahrscheinlich heute Nacht, heute Abend. Wer mag, kann natürlich gerne dazukommen, wenn ich hier den Markt dann bespreche und einen Ausblick für morgen gebe. Ansonsten dann im nächsten Live-Trading aller spätestens dann mit dem Nelson. Aber der liebe Nelson hat sehr gern das letzte Wort und das ich ihm hiermit gerne gebe. Also Nelson, du Ja, darfst. super. Dankeschön, Dirk. Super Trades. Schönes Ergebnis und natürlich vielen Dank an alle, die heute dabei waren. Ja, Dirk hat ja schon alles gesagt. Ich wünsche natürlich auch noch eine erfolgreiche Woche. Passt auf eure Positionen auf und dann sehr gerne, entweder diese Woche noch oder spätestens nächste Woche. Also, bis dahin, alles Gute. Ciao.